Winter ist für viele Sprossenzeit. Für mich das ganze Jahr, aber ich möchte dir heute, egal ob du Winter- oder Sommersprossentyp bist, einen kleinen Tipp zeigen, wie du ja, auf jeden Fall viel Geld sparen kannst und wie du meiner Meinung nach am besten auch die Sprossen ziehst. Ich ziehe meine Sprossen mit diesem Sprossenturm, ich verlinke den euch auch unten. Ich habe euch den schon mal vorgestellt, warum ich denke, dass das der beste ist. Aber es gibt natürlich auch andere Sprossentürme, die sind meist kleiner und ja, haben viele Nachteile, über die ich aber jetzt nicht sprechen möchte, weil ich dazu schon ein Video gemacht habe. Die Problematik bei dem ist, man muss diese runden Pads kaufen, die man reinlegt, damit die kleinen Sprossen nicht durchfallen, beziehungsweise dieser Alfalfa, die kleinen Samen. Dann nimmt man natürlich Küchenrolle und sagt, okay, ich habe das Problem gelöst. Dadurch entsteht auch ein neues Problem. Und zwar die Ecken überlappen und du hast halt auch ziemlich, wenn du das umdrehen möchtest, auch immer ganz schön viel Arbeit. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann müsste man einfach diese Pads irgendwie nachempfinden können. Also wirklich, dass sie genau passen. Und dazu heute mein Tipp. Es ist recht simpel, aber oftmals die einfachen Lösungen kommen wir nicht drauf. Ich habe auch über ein Jahr bin ich nicht darauf gekommen und da dachte ich, wenn ich über ein Jahr nicht darauf komme, gibt es vielleicht auch welche von euch, die einfach dankbar sind für diesen kleinen Tipp. Und ja, dann möchte ich das kurz zeigen, wie ich das mache für meine Sprossen. Ich nehme also besagten Sprossenturm und ja, lege den auf eine Pappe, ziehe darum mit einem Stift einen Kreis. Dass das quasi so aussieht und ja, und dann schneide ich einfach diesen Kreis so ab, dass ich in dem Kreis quasi so sozusagen einen halben Millimeter, die Post kommt, ich bin gleich wieder da, einen halben Millimeter ja, Luft lasse. Warum in der Säge, kommt ihr bestimmt selber drauf, aber wir sehen uns gleich. Ja. Seid ihr drauf gekommen? Es geht darum, wenn ich hier außen einen Kreis ziehe und aber innen diese Küchenrolle haben möchte, dass man dann halt eben so, würde ich sagen, so 3-4 mm innen reinschneiden muss. Und damit das dann passt, nicht, dass die Küchenrolle wieder zu groß ist. Dann schneidet man sich halt einfach so einen Kreis aus. Dann seid ihr jetzt live dabei. Und das ist dann eure Grundlage dafür, dass ihr ganz einfach die Küchenrolle dann genauso drauflegen könnt und ausschneiden könnt. Ich demonstriere euch das mal an einer, damit ihr das seht. Dann habt ihr wie gesagt, so einen runden Mond. Dann nehmt ihr die Küchenrolle, legt ihr einfach. Die Küchenrolle hat ja immer so, dass man so abreißen kann. Und da kauft ihr euch am besten eine Küchenrolle, die halt möglichst wo wenig verschwendet wird. Und dann legt ihr die drauf. Haltet ihr an einer Seite fest, damit das nicht verrutscht. Und dann schneidet ihr an dem Rand lang. So. Dann habt ihr halt diesen Patty. Ja, und dann seid ihr fertig. Und den könnt ihr dann natürlich ganz einfach hier reinlegen. In die Schüssel oder wie man das Ding auch nennen möchte. Und der passt dann. Und da steht halt dann an der Seite auch nichts über. Und ja. Ganz einfacher Tipp und ja, wie gesagt, vielleicht der ein oder andere von euch findet das als hilfreich und dann hat sich das Video schon gelohnt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß im Winter beim Sprossenziehen. Macht's gut, euer Samuel.